Moinse meine Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video von Assassin's Creed. Heute geht es darum, wir wollen Thors Rüstung besorgen, damit wir uns zum Ende Mjölnir holen können, Thors Hammer. Dafür müssen wir die drei Hexen Gonneril, Regan und Cordelia platt machen. Ich habe mich hier schon mal zur ersten begeben. Sie sind nicht gerade einfach machbar. Ich habe mir aber die Freiheit genommen, für dieses Video eine Mod zu aktivieren, dass ich keine Energie verliere, weil ich schon, ja, bin nicht so gut im Kämpfen. So, hier ist sie. Ja, Ranterbrückschier. Ihr seht da oben in der Ecke. Ja, lass uns mal loslegen. Welche Schlacht spielt dich aus? Die alte Hexe. So, da ist das Gonneril. Sie, ja, macht normale Angriffe, sie hüpft. Aber zur Hälfte tickt sie einmal richtig aus. Aber einfach ein bisschen Abstand nehmen. Hier, schaut euch das an. Die macht hier so ein bisschen Gift. Ja, haltet euch fern. Wenn ihr nämlich nicht diese Mod drin habt, dann, ja, macht sie euch platt. Und sie schickt euch einen Doppelgänger, ein Double, das ihr, ja, besiegen könnt, aber es lohnt sich nicht. Von ihr bekommen wir die Schuhe und natürlich einen schicken Dolch, die hinterher noch ganz wichtig werden. Also, schaut weiter. Hier kommt's ab zur nächsten, und zwar zu Regan. Die ist auch in East Angler. Und hier auch dasselbe, wir müssen mit dem... mit der Leiche reden. Dann kommt sie, die Regan. So, ja, die ist ein bisschen mit Feuer, macht sie. Sie hat von Anfang an diesen Doppelgänger, den sie auf euch losschickt, der euch auch noch Schaden zufügt. Also passt da gut auf und probiert nicht mit dem Speer zu kämpfen. Die Dinger sind kacke. So, wir haben es zur Hälfte schon hinter uns. Von ihr bekommen wir den Brustpanzer und auch noch einen Dolch. Und jetzt geht's zur letzten. Auch in East Angler, wie ihr seht. Ja, auch wieder die Leiche anquatschen. Mit ihr interagieren. Vorher kommt die Hexe nicht. Cordelia. So, sie ist mit, ich glaube, 310. Ist sie, glaube ich, die stärkste. Also, ja. Und zur Hälfte, also zum Ende hin, hier, schaut, macht sie Blitze auf euch. Also lauft. Ihr werdet definitiv erwischt. Lauft so weit ihr könnt. So, von ihr gibt's die Handschuhe. Und den letzten Dolch. Und damit machen wir uns auf zum alten Friedhof. Auch in East Angler, wie ihr seht. Alles ist Engler. Ab zum Friedhof. Hier ist ein bisschen, ja, ein bisschen kompliziert. Schaut ganz genau hin, wo ich lang laufe. Ich habe nämlich eine halbe Stunde gebraucht, den Weg zu finden, weil ich so blöd war und immer in die falsche Richtung gelaufen bin. Hier habe ich einen kurzen Schnitt gemacht, weil ich auf die Karte gucken musste. So, dann hier runter. Hier habe ich mich noch ein bisschen umgeschaut, damit ihr halt seht, wo genau bin ich, damit ihr das vergleichen könnt, wenn ihr unterwegs seid. Ja, ab durchs Wasser hindurch. Dann die Treppen da hinten hoch. Der Weg hat schon ein paar Meter, also ich lasse doch alles drin. Damit ihr alles sehen könnt, wo genau ihr lang müsst. So, und hier runter, da habe ich dann den Fehler gemacht und bin in die falsche Richtung gelaufen. Denn man kann hier in zwei Richtungen. Das ist die falsche Richtung. Da geht es weiter und dann nach rechts. Aber wir müssen hier lang. Direkt nach rechts. Da seht ihr diese Statue, die so ein Geweih auf dem Kopf hat. Und da gehören die Dolche rein, die ich euch jetzt demonstriere.
Evo stellt sich ein bisschen an, aber so schwer war es gar nicht. So, wie ihr seht, hat sich jetzt etwas aufgetan, wo wir runter müssen. Und dort unten finden wir den Helm. Damit hätten wir jetzt das vierte Teil zu Thors Rüstung. Also fehlt nur noch der Mantel. Und das ist das Schwierigste an allem und auch das Langwierigste. Denn ihr müsst erst alle Ordensmitglieder besiegt haben. Alle. Ohne dem wird es nicht funktionieren. Denn erst danach, wenn ihr die allerletzten besiegt habt oder den Großmagister, erst dann gibt Heitem euch den Mantel als Geschenk. Ja, und mit dem könnt ihr dann Mjölnir holen. Und wie wir Mjölnir finden, das zeige ich euch in einem anderen Video, wo es um die legendären Waffen geht. Macht's gut!